Erstmal looten, ganz wichtig. So, ihr seid ja wieder die Spacken, die sich durch schleichen könnten. Ich könnte mich eigentlich immer voll zurücklassen. Scheiße, jetzt habe ich euch auf die Idee gebracht. Das war ein Fehler. Aber wir wollen die ja killen. Wir wollen ja MP haben. Und ihr müsst sie vor allem killen. Nee, ihr könnt euch ja durchschleichen und zugucken, wie ich verprügelt werde. Wobei, in dem Fall verprügel ich die ja. Was ist denn ein Bonus? Wir müssen gar nichts. Hallo, EP. Zusammenprallen mit Lord Grad. Auch noch fett Epics. Epics, genau. Also bei manchen Quests ist es wirklich so, dass du dann auch Bonusbelohnung kriegst. Meistens halt so eine Credit-Kiste. So was früher zumindest. Wo man noch Credit-Kisten bekommen hat damals im Osten. Bonusmissionsziel wird aktualisiert. Töte nochmal 100 Leute. Und töte noch. Jawohl! Ich hatte recht. Alles klar. Wir töten nochmal 100. Habe gerade mal eine. Ach nee, schon gut. Okay, wir müssen da geradeaus. Lulu. Da hinter uns ist ein Schwissensobjekt. Moment. Tatsächlich. Meins, ich bin Erster. Gewonnen. Bratan-Streitkräfte. Eine Organisation. Das ist die Barockfirma. Ja, ganz klar. Naja, die haben so einen Babu von Sif als Anführer. Sind extrem viele. Haben ihre eigenen Kartelle quasi. Oh, guck mal da. Eigentlich müssten die jetzt zerplatzen, wenn ich sie danach direkt mit dem Flammenwerfer bearbeite. Ja, eigentlich schon. Das ist bam, bam, bam. Ich meine noch. Experimenteller Druide. Ah, ich glaube, ich weiß, welche besser ist. Stirb, du Sau! Habt ihr jetzt auch so eine Stunde so ein Debuff, dass ihr nicht mehr in eurer Festung looten dürft? Ja. Scheiße, uns fehlt eine Quest. Ach nee, okay, alles gut. 3 Stunden müssen wir jetzt hier gut sein. Stimmt, wir müssen ja hier nett sein. Autorisierung, Identifizierung nicht möglich. Stehen bleiben! Also, wir müssen nicht. Stehen bleiben! Was geschieht hier? Kommt ihr von Lord Gratan? Seid ihr ein Eindringling? Identifizierung nicht möglich. Ach, Marcel hängt schon wieder hinterher wahrscheinlich. Verrückte Mongo-Druide! Ach scheiße, das macht ihr nicht. Marco nicht. Ich bin keine Maschine. Ich bin kein Druide. Ich. System kann nicht stoppen. Neuzuweisung der Prioritäten! Ich bin Fenris von ein, wie heißt das? Tourette-Druide. Ah. Tourette MK1 zu ihren Diensten. Also, was ist passiert? Gratans Leute nahmen uns gefangen für Experimente. Die Wissenschaftler bohrten unsere Köpfe auf und steckten uns in Droiden. Identifizierung Modell OHK 99. Sie programmieren uns für fortschrittliche Intelligenz. Verbesserte Kampftaktiken. Meine Leiche liegt dort drüben. Overpowered Heckler und Koch 99. Ein deutscher Druide. Ihr seid ein Sklave, wie ich es vor gar nicht so langer Zeit war. Ja, kriegst trotzdem kein Mitleid, Marcel. Marcel ist ein Sklave. Ich bin der Letzte. Nein, ich sag jetzt nicht, was ich denke. Sie können nicht reden, nicht ungehorsam sein. Aber sie denken. Aber Sklaven waren im Normalfall nicht grün. Bitte hört zu. Ihr könnt uns helfen. Sendet den Abschaltcode von der Zentralkreuzung Konsole. Naja, bitte. Nachdem sie grün und blau geschlagen wurden. Da waren sie grün und blau. Ich kann das ist ein Argument. Der hat voll den Metallschlipper. Der Druide. Aufhören. Ich glaube, der Druide hat seine Tage. Oh, Störungskonsole. Toll. Scheiß Fahrstuhl.
Der Pfannkuchen, der Fasche sieht irgendwie aus wie so ein verbrannter Pfannkuchen, finde ich. Mit Lava. Obwohl, okay. Bei zweiter Betrachtung ist diese Fantasie dann auch geplatzt. Sehr aus wie so, sieht aus wie so eine Herdplatte. Ja. Ja. Der Chef-Nazi macht den Platz. Das war irgendwie zu einfach. Piep, 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 piep. Mit dieser Konsole könnt ihr die OHK 99 Droideneinheiten abschalten oder veranlassen, dass sie sich beim Imperium melden. Droiden abschalten. Erledigt. Hätte Marcel ja auch eigentlich mit seinen geilen Sith-Kräften machen können, wa? Voll die faule Ratte. Ja, eigentlich schon. Aber gut, wir sollten ja alle abschalten. Ich hab schon wieder dieses Problem mit meiner Kamera. Mann, das nicht irgendwie. Moment mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Kamera, Kamera, Kamera. Ich verstehe das nicht. Also meine Kamera ist vertikal viel schneller als horizontal. Mhm. Ja, wenn ich so links, rechts mache, alles cool. Aber sobald ich mal aus Versehen so ein bisschen zu schnell oben und mache, drehe ich mich erstmal so 500 Mal um meinen eigenen Charakter. Okay. Nicht so schön. So, meine Damen und Herren. Ich weiß ja gar nicht, ob Sie es wussten, aber... Ich erinnere mich gerade dunkel, irgendwas war hier oben rechts. Aber was? Jetzt kommt, glaube ich, noch mit der Bonus-Quest. Das meine ich gar nicht. Oder dann kommt hier noch irgendwas. Ich meine gerade was ganz anderes. Hier muss einer von euch rein, ne? Wir müssen ja alle rein. Oder? Nee. Na, machen wir, wenn jeder seine Quest machen muss, geht jeder in seine Ecke. Isma Bringle. Ja, das soll ich denn gleich gewalttätige hier Eindringlinge. Nee, wir machen erstmal unsere normale Quest und dann. Ich applaudiere euch. Ich bin Isma Brengel, einer der Wissenschaftler, die von Lord Gratan verpflichtet wurden. Ich würde gerne dafür sorgen, dass eure Zerstörung dieses Ortes höchst profitabel ist. Wieso sollte ich euch trauen? Weil ich Lord Gratan mit der feurigen Hitze von 1000 Tatooine-Wüsten verachte. Das ist vor drei Jahren brachte mich Lord Gratan dazu, für ihn zu arbeiten. Er versprach beste Möglichkeiten in aufregenden Studiengebieten. Stattdessen wurde ich eine Gefangene für die Sklavenarbeit an den irrsinnigen Kreationen, mit denen Gratan sich verbessern will. Ein undankbares Leben. Gelehrte sind oftmals die Schachfiguren der Mächtigen. Oh, so poetisch heute. Mit eurer Hilfe. Gratans Kybernetikforscher, ein sadistischer Haufen Abschaum, entwickelten Cyborg-Körperteile, die sich regenerieren. Diese Technologie wird die Kriegsführung revolutionieren. Sie ist ein Vermögen wert. Und wenn man es abschneidet, wächst es doppelt so groß wie danach. Der eine Cyborg-Armee aufbauen will. Ihr bekommt 60% meines Profits, wenn ihr die Kybernetik-Forschungsunterlagen stehlt. Ja, 60-40, also kriegen wir jeder 20%. Hoffentlich ist es das wert. Och, Mann. Ich ziehe euch nicht über den Tisch, das verspreche ich. Ich würde dich aber lieber über den Tisch ziehen. Ihr müsst die Hauptkonsole aktivieren, indem ihr von den Außenterminals aus die Überbrückungsbefehle eingebt. Gratan beschützt seine Computer mit tödlichen Sicherheitskräften. Kriegsdroiden, Cyborgs und sogar Gentechnikwaffen. Rechnet mit schwerem Widerstand. Eure Sorge ist unbegründet. Die dunkle Seite beschützt mich. Natürlich. Aber eine kleine. Du stehst Vorwarnung ja auch voll im Schatten, Marcel. Nehmt diesen Datenstift. Och, du bist bald. Die Hauptkonsole von Gratans Zentrallabor. Der Stift wird alle Daten herunterladen, die wir benötigen. Wenn ihr das erledigt habt, bringt mir den Stift. Ich kümmere mich um den Verkauf und überweise die Credits auf euer Konto. Oh, geht yeah. Jetzt. Rasch. Piatsch. So. Das ist die Quest jetzt hier nicht, ne? Ja, Marcel seine hier, die wird jetzt wahrscheinlich erstmal zu lange dauern, deswegen gehen wir erstmal hier weiter. Ismas Computerstil. Wir müssen da hoch, ne?
Jop. Ah, Sith-Krieger-Mission, okay, damit haben wir nichts zu tun. Wieder ich in die Ecke. Lulu. Mist, ich hab grad keine AOE ready. Hat er grad gemacht. Wie cool war das denn? Schluck erstmal runter, du Mongo. Oder wie war das? Ja, schluck erstmal runter, du Bastard. Ja, du Bastard, genau. Ja, der Mutter ist doch klar. Muss ich auch mal wieder gucken, unbedingt. Da schon wieder. Scheiße, ich kann nicht spielen. Oh, der andere hat gerade so. Ich glaube, das ist mein einer Pfeil, der die stunt. Warte mal. Nee, der ist immun dagegen. Schade. Ein Pfeil! Ein Pfeil, Pfeil! Ich nicht, schneid! Oh, schön, aber auch. Schwarze Wissenschaft. Oh. Grüne Sklaven, schwarze Wissenschaft. Das ist irgendwas falsch. So, jetzt nochmal. Ja, der hat nur. Guck mal, der ist nur ein bisschen gekommen. Mann, die wollen nicht mehr rumjaulen. Müssen wir hier nicht? Achso, so gemacht. Was war das denn für ein Intro? Schluck erstmal runter, du. Nee, wie war das? Du Bastard. 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 Quarktasche. Was? Wir müssen ja nicht auf den Kampf da klatschen. Alles bedacht. Alles klar. Stimmt, hier war wirklich nur die Quest. Ah, das, was ich meinte, ist eine Ecke weiter. Boah, wieso visiert der denn immer Alter, hör auf, Tobi anzuvisieren. Dumme Fuckfigur. Kann es wirklich Liebe sein? Ja, wir haben ja unseren oberwichtigen Agenten bei, der macht das schon. Nein, ich bin nicht beim Geheimdienst. Ich frage mich, ob es jetzt schlauer wäre. Nee, vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe gar nichts gesagt. Ich bin niemand. Bei Marco wird's gerade haarig. Ja, sie ist ja auch Asiatin. Hab ich das gerade noch gesagt. Mach gar nicht. Ja. War noch im Rahmen, ja. Oh, hier liegt Schrott. Hui. Dash und Quarz. Quesch und Harz. Vier. Ja. Nee, Harz 8. Das wäre für die ganz. So für die RTL-Fraktion, Harz 8. Harz 4 haben mittlerweile nicht mehr nur noch Assis. Sondern die Assis kriegen jetzt Harz 8, damit man die unterscheiden kann. Mhm. Schlau, ne? Da hat die Merkel mal was Gutes gemacht. So, da hinten leuchtet was. Ey, meint ihr, hier ist Son Goku drin in diesen Kammern? Mit Sicherheit.
Wir sind doch hier auf Namek, oder? Also wir haben zumindest eine grüne Olle bei. Eine Namekianerin. Ah, Marcel, du spielst eine Namekianerin. Jetzt haben wir's.